Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Vaju-Kanal. Ja, heute Abend werden wir uns wieder einer Planung, sage ich mal, widmen. Erstmal schönen guten Abend, Manuel. Guten Abend, Tobi. Guten Abend, alle zusammen. Ja, Manuel, wir haben uns eben schon kurz unterhalten, haben eine Entscheidung getroffen, welchen Athleten wir uns hier heute rauspicken. Und wir haben uns heute für den Laurenz Harenbrock entschieden. 19 Jahre alt, 1,81 Meter, 84 Kilo, Trainingsstand 4,5 Jahre und ist Naturalathlet. Um einmal so kurz ein paar Eckdaten genannt zu haben. Ja, ich denke mal, wir fangen einfach wieder direkt mit den Bildern an, um einfach erstmal zu gucken, wie das Ganze aussieht. So, einmal die Bilder geöffnet, damit ihr da draußen erstmal einen Eindruck bekommt, wie der Laurenz aussieht. So, da ist die PDF. Da haben wir es. So, das ist der Laurenz. Ja, wollen wir mal gleich direkt anfangen? Ist ein bisschen kleiner. So, Manuel, erster Eindruck. Erster Eindruck, also was direkt mal auffällt, ja, eine schöne Linie. Das sieht man, kann man sofort erkennen, ne? Schmale Taille. Also Schulter-Taillen-Falten ist gut, Beine sind auch ganz gut aus. Ich meine, da steht ein bisschen, müsste enger zusammenstellen. Aber jetzt so für den ersten Eindruck vom Line-Up her sieht das gut aus. Also das ist wirklich eine schöne Linie. Ja, finde ich auch. Vor allen Dingen mal als Info an euch da draußen. Der Laurenz hat geschrieben, sein Ziel ist es, in die offene Klasse irgendwann zu gehen. Ich finde, die Linie ist nicht wirklich für die offene Klasse unbedingt gemacht, will ich nicht sagen. Man kann immer in die offene Klasse gehen. Aber wenn ich mir das so angucke, finde ich, es sieht sehr classic aus. Ja, ja. Also das würde ich auch. Also, wenn er wirklich mal sagt, und was ja absolut realistisch ist, dass er jetzt demnächst auch irgendwann mal einen Wettkampf macht, ne? Im Amateurbereich, dann würde ich, ja, je nachdem, in welchem Verband, würde ich da mal versuchen zu starten im Classic Bodybuilding oder auch vielleicht in der Classic Physik, muss man mal gucken. Aber ich finde auch, die Linie jetzt so auf dem ersten Blick, das sieht wirklich sehr klassisch aus. Ja, finde ich auch. Und ich finde es schon relativ harmonisch. Die Beine sehen wirklich fast schon dominant aus, was wirklich gut ist. Mhm. Vorne, wie gesagt, du hast auch gesagt, der steht ein bisschen weit auseinander, finde ich auch. Aber das ist also Posing. Wie gesagt, die Mittelpartie ist schön schlank. Man sieht, dass er versucht, eine Vakuum zu machen oder fast hinbekommt, was ja auch sehr, sehr gut ist. Brustkorb ist schon ordentlich. Und von vorne sieht man schon die Arme, also es gefällt mir sehr gut optisch. So, dann einmal von der Seite. Da ist die Pose jetzt nicht ganz optimal. Ja, da zeigt er zu wenig von der Brust beispielsweise. Die hintere Schulter müsste mir noch also ein bisschen mehr eindrehen einfach, ne? Aber man sieht trotzdem, wie du schon gesagt hast, auch jetzt von vorne, Schulter sieht da ganz gut aus, Arm, ja, also eigentlich jetzt nichts irgendwie jetzt von vorne oder von der Seite, wo man sagt, das wäre jetzt irgendwie eine eklatante Schwäche, ne? Nee, da kommen wir mal direkt zur Rückansicht. Ja, der Rücken, der ist jetzt mit Sicherheit, da geht noch mehr, der ist nicht richtig auf, ne? Mhm. Ja, muss man mal eine Doppelbizeps vielleicht, wenn die dabei ist, noch sehen. Aber generell, hast du irgendwie eine Doppelbizeps von hinten? Da haben wir eine Doppelbizeps. Ja. Ja. Okay, das ist jetzt, das ist eigentlich, ich glaube, das haben wir bei nahezu allen Athleten fast gehabt. Ne? Mhm. Oder das ist generell im Amateurbereich, selbst wenn jetzt jemand zum Teil schon Wettkämpfe gemacht hat, häufig so, dass der Rücken, also du hast kaum einen Athleten, wo du sagst, der Rücken dominiert brutal. Ne? Meistens hängt der Rücken einfach ein bisschen hinterher. Hier siehst du es auch. Finde ich mal, was du ganz gut sehen kannst, wenn du mal irgendwie die Arme und Schultern wegmachst, ne? Mhm. Und verdeckst das, dann siehst du halt also Arme, Schultern richtig gut. Ja. Der Rücken, da fehlt die, ich finde eigentlich jetzt in der Pose die
die Dichte, gerade also im Kapuzenbereich, das ist, finde ich, nicht schlecht. Die Breite könnte da besser sein. Einfach diese äußeren Latissimus, ne, das, was der Rücken breit macht, das fehlt mir da zum Beispiel. Aber jetzt in der Pose jetzt speziell finde ich eigentlich den Trapez-Kapuzenbereich, das sieht eigentlich ganz gut aus, aber die Rückenbreite fehlt mir da. Ja, das finde ich auch. Also die Tiefe ist schon deutlich besser. Man muss auch dazu sagen, der Körperfettanteil ist wirklich gut. Ja. Also so finde ich den Körperfettanteil wirklich im Aufbau super. Ist super, ja. Kann sogar ein bisschen höher sein. Also das ist super gut. Man sieht das in den Schultern, dass das da oben schön teilt. Der Bizeps ist hoch von hinten. Ja. Das sieht wirklich gut aus. Aber wie du schon sagst, die Arme dominieren in dieser Pose. So ein bisschen den Rücken. Wie gesagt, der Latissimus fehlt so ein bisschen. Der kommt nicht so richtig raus. Tapet sieht man sehr gut in der Mitte. Ich habe hier noch die Latissimus-Pose von hinten. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er den Lat nicht so ganz rauskriegt. Richtig, das ist auch das sehe ich ganz häufig, wenn Leute mal zu mir kommen und posen, die auch Anfänger oder Leute, die nicht auf der Bühne waren, die haben häufig das Gefühl nicht für den Lat. Und das ist aber manchmal auch dann das Problem, dass die den Lat im Training nicht richtig ansteuern können. Ne? Die, genau. Die bringen den beim Posen nicht richtig raus und manchmal auch beim Training. Also hier siehst du auch, die Lats, die könnten natürlich einfach ausladender sein. Ne? Das ist jetzt nicht, das ist nicht so schlecht, aber im Vergleich zu den, sieht man jetzt in der Pose auch, die Schulterpartie hinten ist echt super. Mhm. Und wie gesagt, ich finde auch, da siehst du auch im oberen Bereich so der Trapez, so bis in den mittleren, unteren Trapezbereich, so dieser Kapuzenmuskel, der ist eigentlich, der sieht ganz gut aus. Der ist ganz gut entwickelt, aber die Latissimusbreite, die könnte besser sein. Ja, sehe ich jetzt genauso. Man sieht aber, was ich sehr gut finde, auch wenn jetzt die Breite besser sein könnte, dass der Latissimus gesamt gleichmäßig trainiert ist. Es ist jetzt nicht so, dass unten ein bisschen was fehlt oder oben ein bisschen was fehlt. Es hat so gesamt die gleiche Muskelmasse. Wie gesagt, da kommt er generell ein bisschen mehr rauf, damit er dann ein bisschen breiter wird. Und ich denke mal, wie gesagt, der Lawrence ist 19 Jahre alt. Ja. Für 19 Jahre ist es wirklich super. Dafür ist es super, absolut. Ja, jetzt muss man dazu nochmal sagen, dem einen oder anderen ist es jetzt gerade schon aufgefallen, der Lawrence hat da so einen Aufkleber am linken Trizeps. Das wird so ein Libre Freestyle Blutzuckermessgerät sein. Der Lawrence hat Diabetes Typ 1, das bedeutet, die Bauchspeicheldrüse produziert kein Insulin. Das bedeutet, dass der Lawrence Insulin spritzen muss, damit die Kohlenhydrate in die Zelle transportiert werden. Das mal so als kleine Info am Rande. Da kommen wir auch noch mal ein bisschen bei der Ernährung drauf zurück, weil der Lawrence gefragt hatte, wie er sich verhalten muss, sollte als Diabetiker. Aber wie gesagt, erstmal jetzt weiter mit den Bildern. Wir haben jetzt hier erstmal die Rückenbilder ein bisschen vorgenommen. Wir haben jetzt hier noch einmal die seitliche Pose, den Trizeps. Arm, Schulterpartie ist gut. Bein von der Seite sieht auch ganz gut aus. Wie du schon gesagt hast, die für die Off-Form echt gut, richtig gut. Ja. Ja, das sieht gut aus. Und dann haben wir hier noch einmal Bauchbeine. Ja, auch sehr gut. Da sieht gut aus, ja. Man sieht halt wirklich das, ich sag mal, das Potenzial, da ist in den Beinen ist eine Menge Potenzial. Ja. Man sieht das schon so überhalb der Kniescheibe, was da an Muskulatur schon ist. Und wie gesagt, in 19, das ist ja noch ganz, ganz am Anfang. Da kann man wirklich noch sehr, sehr viel rausholen. Aber wir kommen mal zu den Plänen. Ich öffne mal kurz. Wollen wir mit dem Trainings- oder mit dem Ernährungsplan anfangen? Mal mit der Ernährung an. Mit der Ernährung. Das ist natürlich sehr spannend. Ja. Wobei ich gleich dazu sagen muss, oder an dich mal gefragt, hattest du schon mal überhaupt einen jemand gecoacht, der Diabetiker ist? Diabetes Typ 1, nein. Ich habe aber eine gute Bekannte, die ist Typ 1 Diabetikerin, keine Sportlerin, aber mit der tausche ich mich auch regelmäßig aus. Aber ein Typ 2 Diabetiker, also wo die Bauchspeicheldrüse noch Insulin produziert, aber eine gewisse Resistenz besteht und mit Metformin gearbeitet wird, einfach um die Zellen wieder zu sensibilisieren. Meine Erfahrung ist so, je besser ein Diabetiker seine Ernährung kontrolliert, desto besser kommt er mit dem Ganzen auch klar. Absolut, ja, klar.
Ich glaube, da siehst du das siehst du ziemlich ähnlich. Es ist ja, ja. Berichte darüber, dass Diabetiker ja, quasi sich ketogen ernähren und dann einfach auf Insulin verzichten können. Auch ein interessanter Ansatz. Aber das ist ein bisschen ausschweifend. Ich habe mal den Ernährungsplan aufgemacht. Wir haben einmal den Trainingstag. Ich hoffe, man hört das gut. Ich versuche das mal ein bisschen größer zu machen. Leider, wir hatten es unter den letzten Videos gelesen, dass die Trainingspläne und Ernährungspläne schlecht leserlich sind, weil sie so klein sind. Das ist leider hier von dem Programm so vorgegeben, dass wir euch die nicht so richtig super groß machen können. Aber vielleicht sieht man es so ein bisschen besser. So, auf jeden Fall steht der Laurenz sehr, sehr früh auf. So, ich fange mal an vorzulesen. Wir haben 5.15 Uhr, 500 Milliliter lauwarmes Wasser, 2 Esslöffel Apfelessig, das werden ungefähr 10 Milliliter sein, 5 bis 10 Gramm Ingwer mit Schale und eine halbe Zitrone. Das ist inzwischen fast schon ein Klassiker. Das ist ein ganz, ganz cool Basic geworden. Verdauung, Stoffwechsel, ist aktiviert, ne? Ja, Immunsystem kann man machen. Also solange es keine Probleme auf Dauer mit den Apfelessig gibt, ne, der Ingwer macht mit Sicherheit nichts. Zitrone auf Dauer kann auch durch die Säure, haben wir schon mal gesagt, bekommen manche, also habe ich schon Mädels gehabt, und haben dann gesagt, sie bekommen Probleme mit Zahnschmelz und so weiter. Ne. Aber ansonsten kann man natürlich machen, kein Thema. Ja, so. Kommen wir zum Frühstück. Wir haben 450 Gramm Naturjoghurt, also Skier, dann einen mittelgroßen Apfel, 150 Gramm Beeren, 30 Gramm Kokosflocken, 50 Gramm Erdnussbutter. Das Erste, was mir hier auffällt, wir haben relativ wenig Kohlenhydrate. Ja, ganz genau. Also das würde ich definitiv schon mal ändern. Ich würde da schöne, komplexe, langsam verdauliche Kohlenhydrate mit einbauen. Ne? Der Klassiker natürlich Haferflocken, was die meisten Bodybuilder machen, zu Recht machen. Ja. Wir haben da, es ist mit Sicherheit schon einiges Fett drin, ne? 50 Gramm Erdnussbutter, Kokosflocken. Mhm. Was ich auch nicht machen würde, muss ich sagen, ich würde so ein, ja, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, relativ langsam verdauliches Protein wie einen Skier, den würde ich nicht unbedingt zum Frühstück essen. Ne? Weil du musst jetzt da auch noch sehen, 5.15 Uhr steht er auf. Ja. Dann ist er um 7.15 Uhr. Ich sage jetzt mal, bis die Aminosäuren von den Skier irgendwann in Anführungszeichen ankommen. Also ich bin halt ein Fan davon, in der Früh beispielsweise Eiklar, gerne auch mit 2 Volleiern oder so. Oder meinetwegen, was man auch gut machen kann, gleich mal morgens ein Whey oder so. Aber ein Skier ist für mich morgens, sagen wir mal, suboptimal. Aber das Hauptproblem definitiv, hast du völlig richtig gesagt, mir fehlen da richtig komplexe Kohlenhydrate. Es ist Obst drin, klar, Fructose, das weiß ich ja, ist bei Diabetikern ja häufig verwendet. Mhm. Weil es im Prinzip insulinunabhängig verstoffwechselt wird. Ne? Ja. Aber andererseits muss man natürlich auch sagen, dass die Fructose keine Kohlenhydrate sind, die als Muskelglykogen gespeichert werden können. Genau. Ja. Wie gesagt, es wäre jetzt wirklich, wenn wir jetzt ein bisschen detaillierter darauf eingehen könnten, wenn wir jetzt wirklich morgens mal den Blutzuckerwert sehen würden. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie der Lorenz morgens sein Insulin nimmt. Ich denke mal, er wird, je nachdem, wie der Blutzucker morgens ist, ich meine, der Apfelessig wird auch seinen Sinn haben, was den Blutzucker angeht. Ich denke mal, das hat er auch so auf dem Zettel. Und dann ist es ganz legitim, wenn er morgens Insulin braucht, um den Blutzucker in Range zu halten. Man sieht es auch, um gleich auf die zweite Mahlzeit einzugehen. Hier gibt es nur Gemüse, mageres Fleisch, das heißt, der Blutzuckerspiegel sinkt, der wird da kein Insulin brauchen. Das heißt, das ist schon so ein bisschen auf den Blutzucker, glaube ich, angepasst. Ja. Das fehlen uns jetzt leider die Infos, aber das ist so das, was ich so da denke, wenn ich das sehe, oder? Denke ich auch. Also das ist mit Sicherheit so gemacht. Weil, wie gesagt, das Obst, das hat da im Prinzip keinen großen Einfluss drauf.
Das ist natürlich das, ja, das ist natürlich dann in Anführungszeichen auch der Vorteil bei einem Skier, weil wenn du natürlich jetzt ein Whey-Protein oder so nimmst, ne, durch das Leucin, da hast du schon wieder, kannst du schon wieder Blutzuckerschwankungen bekommen. Das hast du natürlich bei so einem extrem langsam verdaulichen Protein wie dem Skier nicht oder deutlich weniger, sagen wir es mal so. Ja. Und die Fette ja auch, da hast du das Problem auch nicht. Gemüse, mageres Fleisch. Ja, das ist halt wirklich die Frage, wie, du hast das ja vorhin gut gesagt, ein Diabetiker, wenn Bodybuilding macht, dann hat er da mit Sicherheit einen großen Vorteil, weil relativ diszipliniert ist beim Essen, dann das Krafttraining an sich verbrennt natürlich super Zucker, ne? Das ist also wirklich perfekt. Und ein Bodybuilder ist halt insofern diszipliniert, dass er sagt, er isst nicht jeden Tag ständig irgendwas anderes oder hier mal in Anführungszeichen ungesunde Nahrungsmittel. Deswegen kann ein Bodybuilder mit Diabetes das mit Sicherheit ganz gut kontrollieren. Aber interessant wäre halt, ob das wirklich der Hauptgrund ist, dass er sagt, er will morgens da überhaupt keine Kohlenhydrate essen. Weil was anderes, wenn du jetzt sagst, du machst eine, ich sage jetzt mal einfach eine Menge von 50 bis 70 Gramm Haferflocken morgens, ne, ja, dann wirst du da auch keinen großen Insulinausstoß haben. Ja, ne? Ich glaube, selbst wenn, es ist natürlich immer so, viele versuchen es zu vermeiden, Insulin zu injizieren. Ich sehe da kein großes Problem, dann damit Insulin zu arbeiten, wenn der Blutzucker das verlangt. Einfach um den Blutzucker in gesunder Range zu halten. Und man muss das so mit dem, man muss das ja einfach so sagen, er schafft damit einfach auch ein anaboles Umfeld. Alles klar. So, kommen wir zu Mahlzeit Nummer 3. 13.30 Uhr. 400 Gramm Süßkartoffeln, 300 Gramm Rahmspinat, laktosefrei und 150 Gramm mageres Fleisch. So, das ist ja quasi, na, die Pre-Workout-Mahlzeit ist es noch nicht. Die kommt um 16 Uhr, aber es ist, ja, ich sag mal, ich tippe mal, dass es so 16.30 Uhr ins Training geht, also so 3 Stunden vor dem Training. Ja, das ist, also das ist für das, was danach kommt, ist der Zeitraum zu lange zum Training. Ne? Weil du hast jetzt beispielsweise, wenn man jetzt schon mal sagen würde, okay, Süßkartoffeln, ich denke, die nimmt er aus einem bestimmten Grund, weil er damit wahrscheinlich gut klarkommt. Also mal vielleicht ganz kurz gesagt zu diesen Kohlenhydraten mit den glykämischen Indexgeschichten. Ne? Ich halte davon sowieso nichts, weil du das natürlich hier in Verbindung mit Rahmspinat, mit Eiweiß, verändert sich der glykämische, oder ja, kann man so sagen, verändert sich der glykämische Index. Ja. Und dann ist es auch so, dass das brutal individuell ist. Ne? Es gibt Leute, Süßkartoffeln sagt man ja, die sind eigentlich vom glykämischen Index her besser als beispielsweise normale Kartoffeln. Mhm. Aber ich habe das selbst schon ausprobiert. Es gibt auch Leute, die haben bei Süßkartoffeln extrem großen Insulinausstoß. Ne? Das muss man ein bisschen individuell, aber ich denke, dass wir damit, da mit Sicherheit genug Erfahrung als Diabetiker. Aber das Hauptding ist einfach, wenn man jetzt sieht, weil ja dann nur noch die Banane kommt, also kohlenhydratmäßig könnte man das noch gelten lassen, aber der 150 Gramm Fisch, da hast vielleicht, ja, Tobi, 150 Gramm Fisch, maximal 30 Gramm Eiweiß. Ja, maximal. Je nachdem, wenn überhaupt ein bisschen weniger. Das ist, ich sag mal, wirklich, wo ein magerer Fisch ist, der nicht TK ist, das muss man immer sagen, bei TK geht nämlich ganz schön viel Wasser verloren. Ich würde auch sagen, maximal 30 Gramm und halt super schnell verdaulich, ne? Super schnell verdaulich, was ja jetzt generell vor dem Training nicht schlecht ist, aber wir wollen vor dem Training im Prinzip auch mTOR aktivieren, Proteinsynthese, da ist mir das dann zu wenig Eiweiß. Okay, muss man nochmal gucken, ob irgendwelche Supplements noch nimmt, genau. Aber da ist mir der Zeitraum einfach zu lange, ne? Weil das sind schon mal 3 Stunden. Wie gesagt, muss man nochmal gucken, ob da Pre-Workout oder Intra-Workout, irgendwie supplementmäßig was noch ist. Aber das ist schon ein langer Zeitraum und da ist es beispielsweise so, ja, 400 Gramm Süßkartoffeln, das ist eine ordentliche Kohlenhydratmenge, ne? Ja, das ist auf jeden Fall gar nicht so schlecht. Wie gesagt, ich finde die Mahlzeit nicht schlecht. Ich würde sie quasi, wenn ich 16.30 Uhr trainiere, auf 14.30 Uhr schieben, wobei dann der Abstand zwischen 10.30 Uhr und
14.30 Uhr ein bisschen zu lang ist, aber ich würde sie ein bisschen näher ans Training schieben, einfach um auch wirklich Dampf im Training zu haben. Ich habe jetzt auch gerade mal eben den Supplementplan nebenbei geöffnet. Im Pre-Workout ist nur AAKG drin, also Arginin. Keine mTOR-aktivierenden EAs oder kein Leucin in dem Fall. Das würde mir fehlen. Und ja, man kann natürlich ganz super, muss man so sagen und direkt sagen, ein bisschen mit dem Insulin arbeiten, gerade Intra-Workout. Intra-Workout stehen auch keine Kohlenhydrate mit drin. Sicherlich, um den Blutzucker relativ niedrig zu halten, aber das würde ich timen. Ja, das kann man ja gut. Ja. Und auch diese Banane, kurz davon Training, das ist auch noch eine reife Banane. Ne? Das heißt, bei einer Banane verändert sich ja je nach Reifegrad auch der Zuckeranteil. Genau. Und das ist zum Beispiel was, das ergibt, das würde ich nicht brauchen. Ne? Diese Banane würde ich wegstreichen. So wie du gesagt hast, ich würde einfach die Mahlzeit, weil Süßkartoffeln, das ist vor dem Training eine gute Kohlenhydratquelle auf jeden Fall. Aber ich würde es einfach, wie du richtig gesagt hast, ein bisschen näher ans Training ranschieben. Eventuell ein bisschen mehr Fisch essen und dann aber auf jeden Fall Pre-Workout nochmal eher ausnehmen. Das sehe ich genauso. Und halt, wie gesagt, ich würde sicherlich versucht, man sieht das ja im Tagesverlauf, den Blutzuckerspiegel niedrig zu halten. Aber ich glaube, vor dem Training verträgt der ruhig ein bisschen was an Kohlenhydraten und auch im Training. Ja, ja. Das ist ja eigentlich das, wo wir immer sagen, dass dieses, ich sage jetzt mal generell, dieses anabole Milieu, alles so Peri-Workout ums Training herum, das ist am allerwichtigsten. Ne? Das ist, ich sag mal, so eine Zwischenmahlzeit oder selbst wenn es morgens nicht unbedingt, da kann man durchaus auch auf Kohlenhydrate verzichten. Ne? Vor allem, wenn man jetzt vielleicht sagt, da geht es nicht besser, aber diese ganze Geschichte ums Training herum, da würde ich das einfach versuchen, noch mehr einfach daraus das Potenzial mehr auszureizen, weil da hast du einfach den größten Nutzen davon. Ja, das sehe ich ganz genauso. Wie gesagt, uns fehlen jetzt so ein bisschen die Blutzuckerwerte und die Info, wann Insulin genommen wird. Ich denke mal, der wird jeden Tag sehr ähnlich sein Insulin konsumieren müssen, einfach aufgrund der Mahlzeitenstruktur. Die mittelgroße, reife Banane, wie gesagt, du hast es eben schon gesagt, die Kohlenhydrate sind dann schon relativ kurz und ich bin nicht davon überzeugt, dass der Blutzuckerspiegel hoch genug ist im Training, sondern eher niedrig. Und ich finde, ein Blutzuckerspiegel im Training sollte tendenziell immer, ich sag mal, 85, 90 plus sein, Energie zu haben. Richtig, weil irgendwann, wenn er sich runterrasselt, irgendwie auf 70, 65, dann klar, dann geht das Energielevel runter. Ne? Ja. Und das sehe ich auch so, wenn du da um 13.30 Uhr die letzten machst, denke ich jetzt auch nicht, dass er da einen zu hohen Blutzuckerspiegel hat. Deswegen wäre ich da mit Sicherheit, also würde ich wirklich diese Banane lieber weglassen und würde Intra-Workout ein paar, es müssen nicht extrem viele sein, aber würde ich auch Intra-Workout ein paar Kohlenhydrate mit einbauen. Genau. Wie gesagt, man muss das hier ein bisschen anders betrachten, auch gerade mit dem Insulin. Wir geben hier absolut gar keine Anweisung, was den Missbrauch von Insulin angeht. Das ist hier wirklich medizinisch verordnet. Notwendig, ja. Deswegen ganz klare Trennung an alle da draußen, die jetzt denken, oh Gott, Insulin. Das ist hier wirklich ein medizinischer Hintergrund, dass der Blutzuckerspiegel ja in normaler Referenz gehalten werden muss, weil das Ganze sonst ungesund ist, wenn man halt zu viel Zucker hat im Blut, weil der Blutzucker zu hoch ist. Gut, wir haben hier eine Post-Workout-Mahlzeit um 18.30 Uhr. 10 Gramm Kreatin, 40 Gramm Whey und 100 Gramm Kellogg's Schoko Krispies. Das kommt mir sehr bekannt vor. Das wollte ich gerade sagen. Das war doch deine Standardmahlzeit nach dem Training, oder? Genau, ich habe nur 60 Gramm Whey und mittlerweile habe ich ein paar mehr Schoko Krispies. Aber ich bevorzuge auch die Schoko Krispies, weil sie einfach für Kellogg's mit 17 oder 18 Gramm Zucker relativ wenig Zucker haben. Ja, also das kann man natürlich auf jeden Fall so machen. Ja, wie gesagt, hier haben wir dann auf jeden Fall auch, nach dieser Mahlzeit haben wir auf jeden Fall einen hohen Blutzucker. Das heißt, da wird auf jeden Fall Insulin genommen. Da finde ich ganz, ganz stark aus, um dann halt auch die Schoko Krispies quasi in die Zelle zu pressen. Was natürlich hier ganz klar den Vorteil hat,
muss man sagen, gegenüber, ich will nicht sagen Naturalsportler, weil er ist natural, aber er wird sicherlich den Effekt vom Insulin merken, was die Regeneration angeht, dass die Sachen doch noch besser eingelagert werden. Das ist ja das kann, also wenn man das natürlich mal eingespielt hat mit dem Blutzucker, was ja bei einem Diabetiker wichtig ist, und dann kannst du natürlich das wirklich schön timen, dass du gerade, wie ich vorher gesagt habe, das alles ums Training herum schön hochhältst, ne? Und lieber dann tagsüber niedriger gehen. Ich meine, das macht er ja vom Prinzip her, macht er ja schon so, ne? Es sind ja ein paar kleine Nosen, wo wir gesagt haben, ein bisschen näher ans Training schieben, die Vortrainingsmahlzeit. Ich sage eventuell noch Intrab. Ansonsten ist das schon gut, weil das sieht man ja wirklich, dass das ums Training herum geballt Kohlenhydrate sind, ne? Vorher 400 Gramm Süßkartoffel, dann im Prinzip da fast noch einfach Zucker in der Banane in der Reifen, dann hast du nochmal 100 Gramm Grillspieß und hinterher nochmal 450 Gramm, das sind nochmal so roundabout 80, 90 Gramm Kohlenhydrate von den Kartoffeln. Also das ist dann schon eine gute Menge Carbs. Ja, denke ich auch, wenn er nicht schon sogar da so ein bisschen mit arbeitet und spielt, dass er da den Blutzucker oder das Ganze zu Nutzen macht. Ja, kommen wir zur letzten Mahlzeit. Jetzt haben wir 450 Gramm normale Kartoffeln. Das sind ungefähr, wenn man das mal ganz grob plant, ungefähr genauso viel Kohlenhydrate wie bei den Süßkartoffeln, vielleicht ein bisschen weniger. 300 Gramm Gemüse, 200 Gramm mageres Fleisch und 100 Milliliter Kokosmilch. Ja, gut, die Kokosmilch. Ist das eine normale Kokosmilch? Ich gucke gerade, ich habe hier noch eine zweite Seite. Kokosmilch ist nämlich die letzte. Nee, das ist eine fettige Kokosmilch, 22 Gramm Fett, ja. Also die will ich wegmachen. Ja. Die will ich in der Mahlzeit wegmachen. Ne? Ich finde immer, mein Karl, du hast die Sofortversorgung von Nährstoffen nach dem Training mit den Grispis, aber ich würde auch in dieser nächsten Mahlzeit noch, da will ich auf keinen Fall jetzt da, vor allem Kokosmilch, da sind jetzt auch keine Fette, wo ich sage, die wären in irgendeiner Form nützlich. Ja, also man darf nicht vergessen oder also nicht verwechseln, die Fette in der Kokosmilch, die sind beispielsweise nicht zu vergleichen mit nativem Kokosöl, das ist was anderes. Genau. Aber die, wie gesagt, das würde ich wegmachen, diese 22 Gramm Fett da. Ja, wie gesagt, ich kann mal ganz kurz rechnen, 20 Uhr, 5.15 Uhr steht er auf, dann haben wir 9 Stunden 15. Ich denke mal, er wird so bis 21, 22 Uhr wach sein, damit er 8 Stunden Schlaf hat. Wie das geplant ist, gehe ich ganz stark davon aus, dass auch der Schlaf geplant wird. Das heißt, es wird seine letzte Mahlzeit sein. Ich würde es aber trotzdem genauso machen, wie du gerade gesagt hast. Ich bin auch ein großer Freund davon, die ersten beiden Mahlzeiten nach dem Training relativ fettarm zu machen. Ja. Einfach, um die Nährstoffe schnell zur Verfügung zu haben und vielleicht dann noch ein Gute-Nacht-Hüpfer zu essen. Ich denke, das würde ja auch gehen, weil wenn jetzt wirklich um 22 Uhr oder so ins Bett geht, dann könnte man echt noch sagen, eine kleine Portion, das muss nicht viel sein, Quark oder Skier oder sowas. Ne? Ja. Und dazu dann noch. Weil das fehlt mir jetzt beispielsweise, okay, ich habe jetzt noch keine Supplements gesehen, aber mir fehlen da auch rein jetzt vom Essen her die Omega-3-Fettsäuren. Ja. Also entweder wenn da ein paar Walnüsse mit rein oder Esslöffel Leinöl oder irgend sowas in die letzte Mahlzeit mit diesem Quark, das so wie sich machen. Ja, ich gucke hier gerade, wir haben 414 Gramm Protein, 220 Gramm 414 Gramm Kohlenhydrate, Entschuldigung, 220 Gramm Protein, 87 Gramm Fett. Das sind ungefähr 1 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist okay. Das ist okay. Ja, ich würde mal 0,8, 1,2 ganz pauschal. Das ist nur so meine Devise, was gut funktioniert. Aber wie gesagt, ein bisschen anderes Timing. Bisschen, vielleicht auch den Skier morgens weg gegen Whey getauscht, den Skier dann abends vorm Schlafen. Genau. Skier super vorm Schlafen und morgens, wie du sagst, Whey oder meinetwegen gerne auch, weil ich das gerade auch für einen Naturalathleten, wie kannst du, genau, für einen Naturalathleten, würde einfach da mal ein paar gesättigte Fette mit reinschieben, würde meinetwegen Eiklar und ein paar Volleier noch mit dazu, ne? Das finde ich einfach als Frühstück immer perfekt. Ja, ich kann es genauso. Ich gucke jetzt hier nochmal gerade durch. Das wird der trainingsfreie Tag sein. Er macht nämlich ein kleines
Anmerkungen haben wir hier keine. Das ist der Tag trainingsfrei. Ungefähr 600, 700 Kalorien weniger. Genau, extrem wenig Kohlenhydrate, ne? Hier haben wir noch 125. Das gefällt mir nicht, um mal so auszudrücken. Ja. Also man darf einfach nicht vergessen, klar, man kann durchaus, da spricht jetzt nichts dagegen, am trainingsfreien Tag weniger Kohlenhydrate, aber man darf nicht vergessen, der Trainingsfreitag ist ja dazu da, um zu regenerieren, um den Körper quasi wieder aufzutanken. Und das ist ja nicht mal ein Drittel an Kohlenhydraten. Ne? Genau. Ich würde also auch mehr Kohlenhydrate essen. Ja, ganz klar. Also da, was natürlich immer, ich würde da einfach natürlich wegstreichen, die ultraschnellen Kohlenhydrate von diesen Crispies beispielsweise. Klar, die sind auch dringend weg. Da würde ich am trainingsfreien Tag mehr zu komplexen, langsam verdaulichen Kohlenhydraten gehen, wie beispielsweise diesen hartweißen Grieß, Dinkelvollkorn, das ist sehr gut. Mhm. Aber da würde ich die Kohlenhydrate einfach höher setzen. Ja. Würde ich auch, ich glaube, der Effekt wird wirklich sein hier, dass er versucht, mit so möglichst wenig Insulin wie möglich auszukommen. Ich glaube, der Ronny macht das. Ja, viele wissen das ja, Ronny Rockel ist auch Diabetiker, der macht das auch recht ähnlich, ist braunen Reis, um halt möglichst wenig Insulin zu benutzen. Mhm. Ich denke mal, das wird hier auch der Hintergedanke sein. Man sieht es ja, Hartweizengrieß oder Dinkel, dann haben wir Linsennudeln und abends haben wir wieder Früchte. Wir haben eigentlich gar nichts, was in irgendeiner Weise schnell verdaulich ist, auch kein weißen Reis, nichts. Richtig, aber das will ich mal ausprobieren, wie wir da zurechtkommen mit langsam verdaulichen Kohlenhydraten, ob er da unbedingt so viel mehr Insulin braucht. Ich meine, man darf eins immer nicht vergessen, was vielleicht mal einfach für die Leute generell zur Aufklärung, es ist nicht so, dass auch Eiweiß führt natürlich zur Insulinausschüttung. Also es ist nicht so, dass es nur Kohlenhydrate sind. Deswegen, das muss er natürlich anpassen. Aber einfach mal so als Hintergedanke, dass die Kohlenhydrate sind für mich einfach zu wenig am trainingsfreien Tag. Ja, sehe ich ganz genau. Kohlenhydrate ist immer für mich so, Kohlenhydrate gleich Regeneration und Muskelaufbau. Ja. Das klingt jetzt ganz plump, aber man braucht die halt wirklich, um sich zu regenerieren. Und vor allen Dingen ist der, das ist immer so meine Meinung, der trainingsfreie Tag ist der Tag vor dem Training. Und wenn ich da hungere, gehe ich quasi leer ins Training, weil nicht die Mahlzeit direkt vom Training macht einen voll, sondern eigentlich die 24 Stunden vorher. Vorher, ganz genau. Das was du da 2 Stunden vorher isst, das bringt dir mit Sicherheit, vor allem nach so einem relativ kohlenhydratarmen Tag, dann nicht die Energie. Nee, das bringt einem vielleicht ein bisschen Energie, wenn man generell gut geladen ist, die Speicher voll sind. Ja. Aber wenn man eher schon leer ist und vielleicht nicht ideal regeneriert ist, bringt das dann relativ wenig. Ja, so Anmerkungen haben wir, wie gesagt, hier keine. Kommen wir zum Trainingsplan. Oder wollen wir uns erst die Supplemente angucken? Machen wir gleich die Supplements, ja. Gleich mal die Supplements, ne? Ich habe es gerade total vergessen. Da haben wir den Supplementplan. So. Wir haben das Ganze aufgeteilt in morgens nüchtern, Pre-Workout, Post-Workout, vor dem Schlafen und direkt vor dem Schlafen. Wir haben morgens 2 Kapseln Omega-3 von ESN. Da weiß ich, dass die von ESN relativ hoch dosiert sind, auch 750 Milligramm pro Gramm. Okay, ist gut. Ja, 2 Kapseln, also da haben wir 1,5 Gramm DHA und EPA. 2 Kapseln Mariendistel aufgrund erhöhter Leberwerte im letzten Blutbild. Da wäre jetzt die Frage, welche erhöht waren, ne? Ja, welche Leberwerte erhöht waren und wie? Ja. Ja, das ist immer so ein typisches Ding, da gehst du zu einem Arzt, dann sagt er, meistens ist, also das darf man auch nicht vergessen, meistens ist bei Sportlern erhöht die GPT und die GOT. Ja. Die Gamma-GT, die sollte nicht erhöht sein, die ist bei den meisten auch nicht erhöht. Die GOT ist häufig erhöht, alleine durchs Training schon.
Die ist natürlich jetzt nicht eklatant erhöht, aber die ist durchs Training erhöht. Und auch die GPT, das kann auch entstehen durch Muskelschäden. Ne? Ja. Also, aber da reden wir natürlich jetzt nicht von, von irgendwelchen Leberwerten wie von Alkoholikern, sondern die ist halt dann anstatt so Referenzwerte sind roundabout so um die 50, dann ist die halt mal vielleicht bis 70 oder 80. Und dann gibt es natürlich manche Ärzte, die dann schon halt die Alarmglocken schlagen. Das ist ja. Unbedenklich, aber klar, Mariendistel schadet nichts. Aber es würde da bessere Sachen geben, aber kann er gerne nehmen. Wie gesagt, wäre mal interessant, welcher Leberwert und wie hoch der im Prinzip ist. Ja, welche, wenn du es gerade schon ansprichst, da kommt jetzt bei ganz vielen sicherlich ein großes Fragezeichen, welche Sachen würdest du noch ergänzen für die Leber empfehlen? Also ich bin ja ein absoluter Freund vom Lift 52 aus der Ayurveda. Das ist, das habe ich schon mal gesagt, das ist auch weltweit das meist genommene Leberschutzmittel auf pflanzlicher Basis für Leberzirrhose, für andere Leberkrankheiten oder Alkoholleber, Fettleber etc. Und da gibt's, das nehmen die Leute wirklich erfolgreich. Das wird in einigen Ländern sogar in der Medizin verwendet. Ne? Das ist günstig, das ist effektiv. Ich bin, was ich immer noch auch nehmen würde, weil es auch nicht teuer ist und generell gut ist auch für die Glutathionbildung und Leberentgiftung, das ist NAC. Acetylcystein, ne, das kostet ein Apfel und ein Ei. Das kann man immer nehmen. Ne? Also das nicht nur, wenn man ein Leberwert zu hoch ist, weil das generell einfach gut ist. Ja. Sehe ich ganz, ganz genauso. Ja, kommen wir oder geht es weiter mit einer Kapsel Daily Multivitamin von MyProtein. Ja, ich kenne das Produkt jetzt leider nicht. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube nicht, dass das sehr hoch dosiert ist. Gerade eine Kapsel wirkt auf mich sehr, sehr wenig. Ja. Weil aus Erfahrung, selbst bei einem wirklich guten Multivitamin, sind es meistens mehr als eine Kapsel. Das sind entweder Packs oder Minimum drei große Kapseln. Deswegen habe ich das Gefühl, mit einer Kapsel ist es sehr, sehr gering dosiert. Ja. So, dann haben wir eine Kapsel Magnesium von ESN. Was hältst du davon morgens? Kann man auf jeden Fall nehmen. Also Magnesium nimmt er ja vor dem Schlafengehen auch nochmal. Ich finde Magnesium, ich persönlich mache es auch so, ich nehme Magnesium so zweimal am Tag, manchmal morgens, manchmal mittags, aber immer auf jeden Fall abends oder halt direkt vor dem Schlafengehen auch. Ne? Also das kann man gut so machen. Ja, ich ganz genauso. Wichtig bei Magnesium ist genau oder ähnlich wie beim Vitamin C, lieber häufiger nehmen als Supplementierung. Ja. So, dann waren wir im Pre-Workout, das haben wir eben schon kurz angesprochen, da haben wir die 10 Gramm AAKG, da waren wir uns eben schon einig, dass wir da EAAs mit ergänzen. Ja, richtig, da fehlen die mTOR-EAAs in dem Plan. Ja, also wie gesagt, du hast es gerade schon gesagt, die mTOR-EAAs, wichtig ist wirklich eine richtig ordentliche Portion EAAs. Das ist ganz wichtig. Leider ist es so bei einigen Herstellern, dass die Portionsgrößen einfach super klein sind und ihr dann wirklich sehr, sehr wenig Leucin habt. Achtet mal darauf, wenn ihr euer Produkt in der Hand habt, dass ihr wirklich so 5 bis 7 Gramm Leucin vorm Training konsumiert, um halt wirklich die Proteinsynthese zu aktivieren. Deswegen, Manuel hat es gerade gesagt, die mTOR-EAAs, da haben wir wirklich viel Leucin reingepackt. Und das muss man auch immer noch sagen, die hält ja dann eine Zeit. Ne? Ja. Das ist ja nicht so, dass die nach einer Stunde wieder abflacht. Ne? Also die richtig zünden vor dem Training, gerade jetzt, wie gesagt, bei ihm, wo ja die letzte Mahlzeit da lange weg ist vor dem Training, da profitierst du auf jeden Fall, wenn du da wirklich richtig das Ganze anzündest vor dem Training. Ja, sehe ich ganz genau. So, Post-Workout, da hatten wir ja eben schon die Schoko Crispies und das Whey, das ist hier nochmal aufgeführt. Das Kreatin ist auch nochmal aufgeführt. Creapure ist auch super. Das Whey von NP Nutrition kenne ich jetzt nicht. Das wird sicherlich ein Konzentrat oder ein Isolat sein. Und dann haben wir noch einen halben Scoop Cortisol. Sehr gut. Ja. Das sieht man selten, dass da merkt man, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Also gerade jetzt auch für Naturalathleten, du kannst das im Prinzip entweder schon vor dem Training auch nehmen, das kann man auch gut machen. Ne? Das Cortisol ist im Prinzip ein Phosphatidylserin. Ich kenne das Produkt, ich habe das selbst schon genommen, da das auch bei Mädels mit ein, gerade auch in der Diät. Sehr, sehr gut, sehr effektiv auch. Also ist unumstritten, dass Phosphatidylserin das Cortisol senkt. Ja.
Und da ist auch ein halber Scoop eine gute Menge, weil das Produkt hat, glaube ich, 800 Milligramm auf einen Scoop. Das sind 400 Milligramm, das ist wirklich ordentlich. Ja. Finde ich super. Also das ist echt gut. Ja, finde ich auch sehr gut, sehr durchdacht. Gerade nach dem Training. Ja. Genauso, ich nehme Ashwagandha KSM-66 nach dem Training. Einfach um wieder den Cortisolspiegel, Stresslevel zu senken nach dem Training. Ja. So, dann haben wir hier eine Kapsel REM von HPN. Das ist ein Schlafsupplement. Ich weiß nicht genau, was drin ist. Ja, okay. Ein Mix ist aus allen gängigen schlafunterstützenden Supplements wie Melatonin. Ja. Das ist gut. Eigentlich mittlerweile schon relativ gängig, ne? Ja, nehmen viele. Also da hast du natürlich, ja, es ist nicht abhängig davon, aber diese ganze Cortisol-Geschichte etc. ist natürlich bei Naturalathleten nochmal, sagen wir mal so, ein bisschen ein größeres Thema. Ne? Weil die natürlich keine anderen Möglichkeiten haben, das Cortisol zu senken. Und häufig in Schlafsupplements hast du ja auch gewisse Substanzen drin, jetzt, sei es Melatonin oder so, was das Cortisol alles runterdrückt auch. Mhm. Also finde ich gut. Du kannst aber im Prinzip auch da dieses Zink und Magnesium, das könntest du auch mit dem anderen zusammennehmen. Aber das, die, generell die Kombi ist gut. Also ich würde es jetzt so machen, weil wir gesagt haben, noch einen kleinen Snack vorm Schlafen gehen eventuell. Ne? Mhm. Dann würde ich wirklich Zink, Magnesium 45 Minuten vorm Schlafen gehen nehmen. Weil das vielleicht noch Magnesium ist immer besser, wenn man das ein bisschen wegnimmt von Milchprodukten wegen dem Kalzium. Ja. Dann würde ich direkt vor dem Schlafen gehen, wirklich, bevor du ins Bett gehst, eine ganz kleine Portion Quark, so 200 Gramm oder 250 Gramm Quark, mit ein paar Walnüssen oder so essen oder Esslöffel Leinöl. Mhm. Aber sonst ist das super. Ja, finde ich auch, finde ich wirklich sehr durchdacht. Also wie gesagt, Intra-Workout, Pre-Workout, da sind wir halt große Fans von. Dass man das dann einbaut, einfach um es noch immer optimaler zu gestalten. Genau. Aber kommen wir mal zum nächsten Punkt. Ein Punkt, der mich immer persönlich sehr interessiert. Das Training. Gucke ich mir immer ganz gerne an. Da haben wir den Trainingsplan. Zack. So. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Trainingstage. Das ist heftig. Brust, Schulter, Trizeps, Bizeps, Rücken, Beine, Waden. Dann haben wir Dips, Trizeps, Schulterdrücken, fliegende Bankdrücken, also wieder einen Push-Tag. Dann haben wir kreuzigen, klimmzigen Rudern, einen Pull-Tag und nochmal einen Beintag. Ja, Push-Pull-Beine hintereinander, ohne Pause weg, ist für meinen ersten Eindruck zu viel. Genau, das ist mal das Erste, was man sofort sagen kann. Das ist zu viel, egal ob natural oder unterstützender Athlet. Das wäre selbst für einen Unterstützenden einfach zu viel. Da fehlt komplett die Regeneration. Ne? Also da nicht nach dem Prinzip arbeiten, mehr ist besser. Ja. Ne? Also da wirklich spätestens nach 3 Tagen Tag Pause, manchmal auch nach 2 Tagen, muss man ein bisschen nach Gefühl machen, aber das ist natürlich zu viel. Ja, das sehe ich jetzt genauso. Gerade wenn man jetzt hier auch so ein bisschen das Volumen anguckt, Steckband drücken, da wird er 5x5 machen. 5x5 ist wirklich ein sehr, sehr intensives System, finde ich. Ja. Versucht wirklich seine Kraft zu pushen im Bereich, in dem Wiederholungsbereich. Das ist schon sehr schlauchend. Das ist brutal. Also wenn man dieses Volumen ansieht, wo ja am ersten Tag nur mit sehr wenig Wiederholungen gearbeitet wird. Ne? Ja. Also ich bin da vielleicht ein bisschen anders als die klassischen Push-Pull-Trainierer, sage ich jetzt mal. Ich mache trotz, ich finde schwere Sätze gut, keine Frage, aber ich würde manche Übungen jetzt wie fliegende oder würde manchmal auch eine Übung mit einbauen, wo ich sage, da arbeite ich mehr im 10- bis 15er Bereich oder halt bei der Übung an sich, ne? Dass man sagt, einen schweren und dann aber auch noch einen Satz, wie ihr das, glaube ich, macht, Tobi, wo man dann so ein 10 bis 15er mit einbaut. Aber da hast du an diesem Tag nur total schwere Sätze, ne? Und genau. Dann ein brutales Volumen. Ja, erstmal ein brutales Volumen, wenn ich mich jetzt gerade nicht verrechnet habe, sind es 24 Sätze an dem Tag.
Und klar, ich bin ja auch jemand, der gerne in einem ja, niedrigeren Wiederholungsbereich trainiert, so zwischen 6 und 10, sage ich mal. Mhm. Aber der große, große Unterschied ist, ich führe dann pro Übung einen einzigen Satz aus davon. Ja, ja. Und wenn ich jetzt überlege, ich müsste 5 Sätze Schrägbankdrücken mit 5 Wiederholungen machen, was Boah. Bedeutet, es wird wirklich schwer, um danach dann 3 Sätze nur mit 6 Wiederholungen Flachbankdrücken mit der Kurzhantel zu machen, wo es wieder schwer wird, danach könnte ich eigentlich schon nach Hause gehen. Ja, spätestens dann auch. Also das ist, da musst du wirklich deutlich Volumen zurückschrauben. Und auch, wie gesagt, ich würde immer da Sätze mit einbauen. Also eigentlich das Klassische, was du, oder das Prinzip, was du jetzt machst. Ja. Also einen, klär mich mal nochmal auf mit den amerikanischen Begriffen. Wie heißt das? Ja, wir machen, oder ich mache es ja immer so, einen Top-Satz, das ist wirklich der schwere Satz. Ich sage mal, Wiederholungsbereich 6 oder 5 bis 9. Ja. 6 bis 9 ist immer das, was ich so empfehle. Und den zweiten Satz, der ist dann direkt 10 bis 15 Wiederholungen. Genau, genau. Weil das ist halt, das würde ich ja auch immer empfehlen, bei Leuten, die noch nicht so lange trainieren oder noch nicht so lange in dem System trainieren, vielleicht die Intensität noch nicht in dem ersten Satz so auf den Punkt bringen. Ja. Kann man auch gerne mit 3 Sätzen arbeiten, dass man im ersten Satz so, ich sag mal, 6 bis 9 Wiederholungen macht, die vielleicht noch nicht so intensiv sind, wie sie sein könnten. Und man dann sagt, man macht noch 2 Sätze im Bereich von 10 bis 15. Ja. Dann ist man mit dem Volumen auch schon an der Grenze, aber man ist, trainiert ja auch nicht so intensiv. Das heißt, man schont da so ein bisschen das ZNS, genau. Weil es nicht so intensiv ist. Da hat man ein bisschen mehr Trainingsvolumen. Auch wenn ich das hier sehe, so Schulterdrücken mit der Kurzhantel, 4 Sätze mit 6 Wiederholungen, ist für mich auch immer eine grundlegende Frage, wenn ich 4 Sätze Schulterdrücken mache mit 6 Wiederholungen, sind die ersten 3 Sätze relativ locker? Weil wenn ich den ersten Satz mit 6 Wiederholungen maximal 6 schaffe, dann schaffe ich im zweiten Satz keine 6. Vielleicht schaffe ich nochmal 6, wenn es ein ganz guter Tag ist. Aber spätestens im dritten, vierten schafft man nicht nochmal 6. Nein, nein. Also da muss der Gewicht deutlich reduzieren dann. Ne? Ja. Wie gesagt, und dann ist es schon wieder die Frage, wenn ich jetzt, ich sag mal, um das mal ein bisschen greifbarer für die meisten zu machen, wenn man jetzt wirklich... Machen Sie einfach mal Schulterdrücken 100 Kilo, um es greifbar zu machen. Im ersten Satz 6 Wiederholungen mit 100 Kilo und macht dann im vierten Satz noch 6 Wiederholungen mit 60 Kilo, weil man einfach so erschöpft ist. Dann ist das eigentlich nur zusätzliches Trainingsvolumen mit einem niedrigeren Impuls und Reiz als im ersten Satz. Also für mich überflüssig. Ja, ja. Das ist halt dann also. Ein wirklich klassisches Volumentraining, was ja auch funktioniert. Aber dafür ist die Frequenz zu hoch. Genau. Genau. Also das kann man gerne machen. Also wie gesagt, ich bin auch absolut kein, nicht jemand, der sagt, Volumentraining funktioniert nicht. Volumentraining hat auch seinen Sinn und es funktioniert. Das sieht man oft genug. Aber da muss man die Frequenz anders einstellen und dann vielleicht erst nach einer Woche wieder ins Push-Training gehen und nicht nach 4 Tagen. Richtig. Man sieht es hier gleich, dann geht es gleich am Donnerstag weiter. Dips, 5 Sätze, 10 Wiederholungen, Trizeps am Seil. 4 Sätze, 12 Wiederholungen, Arme mal ein bisschen mehr Wiederholung, aber es ist trotzdem, es ist immer noch nicht leicht, ne? Nein, es ist nicht leicht. Es ist wieder extrem viel Volumen eigentlich, ne? Also, du hast es völlig richtig gesagt, das wäre jetzt nicht extrem viel Volumen, wenn man das klassische Volumentraining machen würde oder wenn man jetzt einen anderen Split machen würde, dann könntest du noch mehr machen. Ja. Aber natürlich für einen Push-Pull-Beine ohne Pausetag, das kommt ja noch dazu. Ja. Und dann das am vierten Tag schon wieder, ist es viel zu viel. Ne? Und was ich da auch nicht machen würde, man kann natürlich mal sagen, man verschiebt ein bisschen die Priorität, aber ich sehe ganz ehrlich auch keinen Sinn darin, mit Trizeps anzufangen. Ne? Und quasi Brust am Ende des Trainings zu machen, ich finde, du bekommst das Gefühl in die Brust gar nicht mehr rein, weil wenn der Trizeps richtig platt ist, ne? Also du könntest vielleicht noch sagen, das würde ich mir noch eingehen lassen, wenn du an dem Tag vielleicht mal mit Schultern anfängst, aber zuerst Trizeps quasi zu machen und Schultern und dann ganz am Ende quasi den größten Muskel von den dreien, die Brust, das funktioniert eigentlich nicht. Nee, gerade nicht, weil es ist hier so ein bisschen spezieller, finde ich, weil für alle Übungen braucht man die komplette Muskelkette,
Trizeps, Schulter und Brust. Und man nimmt sich quasi den Trizeps, den man wirklich zum Brust- und Schultertraining braucht. Ich habe es auch jetzt mal eben ganz kurz, um es dann nochmal dazu zu sagen, mal eben durchgezählt. Wir haben am Donnerstag 30 Sätze Brust, am Montag 24 Sätze Brust und also Push, 54 Sätze Push. Die Woche ist einfach zu viel. Ja, das ist brutal. Das ist wirklich Hut ab, dass er das weggearbeitet bekommt. Aber ich denke mal, die Intensität wird stark leiden. Ja, auf jeden Fall. Also das arbeitet man dann leider nur noch weg. Ja, ja. Ja, aber kommen wir mal jetzt generell zur Übungsauswahl. Da wollen wir uns auch mal ein bisschen mit beschäftigen. Wir haben jetzt ein bisschen was gesagt zum Volumen, zum Wiederholungsbereich. Du trainierst jetzt auch schon eine Weile Push, Pull, Beine. Ja, wir haben Schrägbankdrücken, Langhantel, Flachbankdrücken, Kurzhantel und Fliegende mit der Kurzhantel für die Brust. Das kann man mit Sicherheit machen. Wie gesagt, Volumen haben wir darüber gesprochen. Wobei ich immer nicht ein Fan davon bin, alles hintereinander mit Lang- und Kurzhanteln zu machen, weil ich das Problem sehe, und da komme ich jetzt trotzdem mal aufs Volumen, ja, dass du, ich finde immer gut, wenn du gerade jetzt so eine letzte Übung beispielsweise wie die Fliegenden, da würde ich lieber sowas machen wie Kabel oder Butterfly, wo du dich wirklich richtig nochmal auf die Brust konzentrieren kannst, weil diese ganzen Hilfs- oder Nebenmuskeln, sage ich jetzt mal, die hast du natürlich bei den ersten zwei Übungen schon ganz schön gefordert. Ja. Und deswegen bin ich da trotzdem immer ein Freund, gerade so als Finisher, da einfach noch was mit einer Maschine zu machen oder am Kabelzug. Ja, das sehe ich ganz, ganz genauso. Ich mag generell die Fliegenden mit der Kurzhantel nicht so sehr, weil ja, Spannung im oberen Punkt verliert. Genau. Da kommt einem einfach die Schwerkraft in die Wege quasi. Da würde ich auch immer den Butterfly vorziehen. Den finde ich wirklich perfekt, weil man oben schön die Spannung halten kann, die Brust halten kann. Ja, super. Und auch das Risiko für die Schulter ist geringer als bei Fliegenden mit der Kurzhantel. Ja, vor allem wenn es dann auch noch in so einem niedrigen Wiederholungsbereich arbeitest, ne? Ja. Mit 8 Wiederholungen Fliegende. Also Fliegende ist eine gute Übung, keine Frage, aber ich bin kein Freund davon, Fliegende in so einem niedrigen Wiederholungsbereich zu machen. Also wenn dann würde ich da die mehr so im 12er bis 15er Bereich machen, aber so 8er, nö, würde ich nicht machen. Nee. So, dann haben wir das Brusttraining abgeschlossen. Schulterdrücken mit der Kurzhantel, Seitheben mit der Kurzhantel. Würde ich sagen, ganz klassisch, ne? Ja, klassisch und funktioniert natürlich, das ist gut. Ja, und dann haben wir noch Trizepsdrücken über Kopf. Das ist auch eine gute Übung. Ich weiß jetzt nicht, mit was er die macht, mit Hantel oder mit Stange oder gibt es ja genug Varianten. Genau, gibt es genug Varianten. Was mir so ein bisschen gerade auffällt, um nochmal aufs Volumen zurückzukommen, es sieht so ein bisschen aus, als wenn das ein normaler 6er-Split war mit dem normalen Volumen und dann einfach nur die Übungen als Push-Pull-Beine zusammengepackt worden sind, ohne Berücksichtigung der Sätze. Weil ich sag mal, in einem normalen Brusttag sind ja jetzt, ich sag mal, 11 Sätze Brust nicht so viel. Das ist okay? Ja, absolut. Wie ich gesagt habe, wenn du einen normalen Split machst und würdest jetzt ein normales, klassisches Volumentraining machen, dann kannst du auch noch mehr Übungen machen, ne? Aber dann hast du ja im Prinzip wieder eine komplette Woche Pause. Ja. Das ist halt ein Riesenunterschied. Ja. So, Dienstag. Da haben wir eigentlich wieder das gleiche Thema, wie wir das eben schon hatten. Wir fangen mit dem Bizeps an. Bizeps eingedreht, 21er Langhantel rudern. Da geht es dann mit dem Rücken los. Aber wir fangen an mit 9 Sätzen Bizeps. Ja, das ist natürlich. Also jetzt nochmal gerade bei ihm. Die Arme, haben wir gesagt, sind eigentlich schon fast zu dominant. Von daher, ne? Rücken könnte besser sein, dann macht das natürlich überhaupt keinen Sinn mehr. Und dann, wenn du natürlich deinen Rücken an dem Pull Day quasi zuerst 9 Sätze bieten und 4 21er Sätze. Also wenn einen oder zwei 21er mache, fallen mir die Arme ab. Ja. Und wenn ich dann dran denke, ich müsste jetzt noch Rücken machen, das kannst du vergessen. Weil du im Prinzip so viel Potenzial im Rückentraining verschenkst, weil der so vorermüdet ist natürlich der Bizeps schon. Und gerade dann so eine was ja gut ist, eine klassische, eine schwere Übung wie Langhantelrudern zu machen. Aber da brauchen wir gar nicht drüber reden. Bizeps-Training hat vor
Rücken nichts zu suchen. Ja, sehe ich das genauso. Ja, kommen wir mal zum Rückentraining. Langhantelrudern, Latzug breit, das wird der Zug von oben sein, also Latt ziehen. Dann Rudern am Kabel, eingerundet und Facepuls für die hinteren Schulter. So, also Langhantelrudern ist nicht gut. Ja, Langhantelrudern ist gut. Also das Thema hatte ich gestern ja noch mit dem Aldin erst, das werden die Leute im Video sehen. Das ist das Langhantelrudern mit Sicherheit der Neuzeit, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal. Ja. Nicht das klassische Bent-Over, wie es ein Arnold Schwarzenegger oder Lee Haney gemacht hat. Das heißt, das zielt mehr auf den oberen Rückenbereich ab. Ne? Mhm. Dann hast du den Latzug breit für die Latz außen, ja, und dann am Kabelzug eingerundet. Das, ich kann mir das schon vorstellen, das geht mehr auf die unteren Latz. Also ja, so nach gesehen ist das durchdacht, weil du alle Bereiche drin hast. Und zum Schluss hast du im Prinzip noch die Facepulls, wo du, je nachdem, wie man sie ausführt, aber generell, du trainierst die hinteren Schultern und ein Trapez auch damit. Ne? Also ja, die Aufteilung vom Rücken ist gut. Ja, auf jeden Fall das Latt komplett abgedeckt. Ja. Also durchdacht. Ja. Wir müssen uns gleich mal den zweiten Rückentag angucken. Weil wir jetzt haben in dem Tag wirklich Fokus auf dem Latt. Aber wir gucken uns gleich jetzt mal. Jetzt gucken wir uns erstmal die Beine an und dann kommen wir gleich zum Rücken. So, Mittwoch, der dritte Trainingstag. Kniebeuge, 4 Sätze. Hackenschmidt, 5 Sätze. Ausfallschritte, 4 Sätze. Und dann kommen Waden. Ja, das ist auch so viele schwere Sätze. Das ist auch schon heftig, ne? Wenn du 2 Beugebewegungen am Anfang machst, 9 Sätze in so niedrigen Wiederholungsbereich, das ist schon sehr, sehr knackig. Und dann noch Ausfallschritte, auch mit so wenig Wiederholungen. Also ich weiß nicht, was das für Ausfallschritte sind, ob mit Gewicht oder fortlaufende. Aber das ist natürlich auch, ja, also das ist genau, wie du vorhin gesagt hast, wenn du 4x4 Wiederholungen, ne? Ja. Das ist ja schon, mal abgesehen davon, da sage ich auch ganz ehrlich, das ist für mich kein Bodybuilding-Training. Nein. Und ich sage jetzt einfach mal, da sollen andere ruhig was anderes sagen, aber ist mir egal, mit 4 Wiederholungen Kniebeugen wirst du keine Beine aufbauen. Weil da ist mir die Zeit unter Spannung einfach viel zu kurz. Ne? Und dann sind wir wieder beim Thema, mit welchen Gewichten. Also wenn ich 4er, ich habe in meinem Leben noch nie 4er gebeugt, und müsste das 4x hintereinander machen. Hm. Also da, und nö, das ist, da muss er auf jeden Fall anders trainieren. Also ich würde da auf jeden Fall, komme ich wieder auf dein System, also unter 6 Wiederholungen würde ich gar nichts machen, so 6 bis 10 als schweren und dann aber auch noch auf jeden Fall so 10 bis 15, weil ich gerade bei Beinen das auch wichtig finde. Und würde vielleicht auch nicht 2 Beugebewegungen in Folge machen, sondern wird beispielsweise noch eine Beinpresse mit einbauen oder einen Beinstrecker. Ja. Ne? So will ich das machen. Das war auch genau mein Gedanke. Ich finde generell Kniebeuge eine super Übung. Hackenschmidt finde ich auch super. Ja. Ich persönlich favorisiere den Hackenschmidt für den Quadrizeps. Ja. Aber ich würde eine Beugebewegung, eine Pressbewegung mit einbauen, ja, um ein bisschen Variation zu haben. Ausfallschritt ist eine super Übung, kann man immer gut machen. Wie gesagt, 8 Wiederholungen, muss man halt immer gucken, das sind dann 8 Schritte pro Bein, denke ich mal, das ist 16 Schritte. Wird dann schon schwerer sein oder ist halt wirklich von den 9 Sätzen schon so kaputt, wovon ich ausgehe, dass dann reicht. So, Waden sitzend und stehend, kann man nichts zu sagen, ist normal, würde ich sagen. Ne? Ja, das kann man so machen. Gut, kommen wir zum zweiten Push-Tag, da haben wir einmal die Dips, das Trizepsdrücken am Seil, das Seitheben. Also wir haben erst wieder Trizeps, ich glaube, da haben wir jetzt schon ausreichend zu gesagt. Genau, das haben wir ja gesagt, dass das so eigentlich keinen Sinn macht. Ne? Genau, dann haben wir Seitheben mit der 10-Kilo-Scheibe, Schulterdrücken, Maschine. Was sagst du dazu? Erst die Seithebeübung und dann die Drückübung? Das kann man durchaus mal machen. Und das mag man mal auch, was mir da jetzt beispielsweise gefällt, dass er da die Übungen einfach auch wechselt. Ne? Dass man sagt, man macht an einem Push-Tag Kurzhantel drücken,
frei ja. und dann am nächsten Tag mit Maschine. Also das finde ich gut, dass man da ja. die Übungen einfach wechselt. Ne? Und man kann zeitlich auch mal vorher drücken machen. Ja. Also das kann man mit Sicherheit machen, aber wie gesagt, bitte nicht mit Trizeps anfangen. Genau, ich finde das gar nicht so schlecht, mit dem Seitheben mal anzufangen. Ja. Um schon richtig Blut in die Schultern zu kriegen. Viele merken genau. die Schulter auch besser. Und das ist ja quasi auch sein High-Rap-Tag, da dann beim Seitheben schon Maximalbewegung und beim Schulterdrücken auch 12 Wiederholungen, also für ihn ja wirklich High-Rap. Und ja, dann kommen wir zum Brusttraining. Fliegen wir am Kabel, auch hier wieder gleiches Vorgehen wie bei den Schultern quasi. Erst die Isolationsübung oder die isoliertere Übung und dann Schrägbankdrücken an der Multipresse und dann nochmal Butterfly. Ja, also mit einer Isolationsübung bei Brust anzufangen, das ist manchmal auch nicht schlecht. Weil genau wie du gesagt hast, das Schöne daran ist, wenn du hast halt diese Vorspannung, ne? Du hast richtig Blutfluss. Das fühlt sich manchmal beim Drücken auch richtig gut an dann. Ne? Ja. Klar, du schaffst nicht mehr ganz so viel, aber es ist ein gutes Gefühl. Das habe ich in der Zeit lang auch mal gemacht. Aber fliegen die am Kabel und Butterfly, das ist ein bisschen beides die gleiche Richtung, sage ich mal. Da würde ich vielleicht, wenn dann... Also ich weiß nicht, ob er, ja, jetzt schreibt er, fliegen die am Kabel. Da würde ich einfach ein normales Kabel ziehen, machen, wo du vermehrt vielleicht mal die untere Brust trainierst, ja. dann Schrägbank drücken und Butterfly hast, ja, eigentlich so die Gesamtbrust oder so in Anführungszeichen den mittleren Teil der Brust. Also da vielleicht die Übung ein bisschen anders machen. Aber generell finde ich es vom Prinzip her nicht schlecht, auch zu sagen, ich fange mal bei Brust mit einer Isolationsübung an. Ja, finde ich auch ganz gut. Es fällt ja an dem Tag auch wirklich auf. Ja. Einziger Unterschied hier beim Trizeps, auch wenn er sie jetzt zum Anfang macht, da fängt er eigentlich mit einer Kombinationsübung an, mit den Dips. Da ist ja eigentlich Schulter, Brust und Trizeps mit drin. Genau, da, richtig. Und das ist 5x10, ne? Das ist ja auch so, da sage ich jetzt mal, da ist ja dann im Prinzip kein Satz, behaupte ich jetzt mal, bis ans Limit. Oder du hängst ein Gewicht dran, ne? weil wenn du 5x10 machst hintereinander, dann hättest du wahrscheinlich im ersten Satz 20 machen können. Ja. Und ich finde aber Dips, muss ich ganz ehrlich sagen, Dips ist eine gute Übung, aber Dips als erste Übung kann auch echt gefährlich sein. Ne? Ja. Also die Verletzungsgefahr, also Dips würde ich am Anfang niemals machen. Also quasi kalt mit Dips anzufangen, da wäre ich vorsichtig. Ne? Klar, er ist noch ein junger Kerl, aber... das würde ich nicht machen. Und wie gesagt, 5x10, das ist halt so, ja, da machst du natürlich insgesamt 50 Wiederholungen, ja. aber hast die Intensität dann insofern über die Sätze einfach, aber da ist kein Satz, sage ich mal, irgendwie an der Grenze dann, außer vielleicht zu der letzte, weil ich jetzt nicht weiß, wie viel er schafft. Aber wenn er im letzten Satz noch 10 schafft, wie gesagt, dann würde er im ersten Satz mit Sicherheit wahrscheinlich 20 machen. Genauso sehe ich es auch, genauso sehe ich es auch. So, kommen wir zum Freitag, zum zweiten Pull-Tag. Da wollten wir eben schon drauf eingehen. Wir hatten oben so ein bisschen eher Latissimus orientiert. Jetzt haben wir wirklich Kreuzheben, Klimmzüge eng, Rudern am Kabelzug aufrecht. Die drei Übungen haben wir. Wieder extrem wenig Wiederholung. Extrem wenig Wiederholungen, also da auch wieder die 4x4. Ja. Ja, habe ich ja schon gesagt, würde ich nicht machen. Was mir an dem Tag beispielsweise bei Rücken fehlt, ich habe ja vorhin ein bisschen kritisiert die Latissimusbreite. Und das hast du an dem Tag überhaupt nicht drin. Ja. Ja. Du hast Kreuzheben, brauchen wir nicht reden, super Übung. Klimmzüge eng, aber das habe ich auch schon mal gesagt, Klimmzüge mit so wenig Wiederholungen bin ich auch kein Freund davon, weil mir da der Zug häufig zu sehr aus die Arme kommt. Ja. Wenn du die engen dann auch noch ziehst, hast du meistens wirklich sehr viel Bizepsarbeit. Und gerade Leute, wenn es jetzt Leute gibt, die Klimmzüge da 20 Stück wegpumpen, okay, die können sich richtig schön konzentrieren, dass die das mit Rücken ziehen. Aber bei so wenig Wiederholungen, ne, würde ich keine Klimmzüge machen. Da würde ich entweder eine geile Rückenmaschine mir raussuchen, die aber auch gut die Latissimus erreicht, weil beim Rudern am Kabelzug aufrecht, ich kann mir schon vorstellen, was er meint, das geht auf dem oberen Bereich mehr. Ne? Ich gehe auch davon aus, also entweder meint er, dass er sich nicht einrundet, ja. dass er also quasi ganz normal gerade sitzt und wirklich zum Bauchnabel zieht, ja. Gerät so, um vielleicht für die Tiefe hier zu arbeiten, statt einem Rudergerät.
Ja. Das wäre jetzt so mein Gedanke, wenn ich das lese. Ja. Aber wie gesagt, ich würde auch statt den Klimmzügen noch eine schöne Ruderübung mit einbauen. Ja. Wie so den gesamten, vielleicht ein Tibor rudern, vielleicht eine Rudermaschine. Tibor, um die ganzen Rücken mal richtig gut anzuspringen. Kurzhand rudern oder irgend sowas. Genau. Ich finde eine Rudermaschine richtig geil, ne? Weil da hast du den ganzen Rücken mit drin. Ne? Du hast die Latz drin, du hast auch oben, also gerade jetzt so eine, gibt es ja von verschiedenen Herstellern, aber von Hammer oder auch anderen, ist egal, diese Blade Loaded, ja, die du auch schön einarmig machen kannst. Ja. Oder richtig ausgeführt auch schöne Kurzhantelrudern. Ne? Da hast du halt wirklich den ganzen Rücken drin. Da hast du deutlich mehr Profit als von engen Klimmzügen. Sehe ich ganz genauso. So, dann haben wir noch den Bizeps, Langhantel-Curls, Hammer-Curls und vorgebeugtes Seitheben hier wieder für die hintere Schulter. Ja, auch da das Gleiche. Es ist halt alles im wirklich im sehr niedrigen Wiederholungsbereich. Ne? Ja, also ich finde für die Arme ist 8 das absolute Minimum. Ja, also das ist immer, das vielleicht mal ganz kurz gesagt, ich finde immer, Bizeps ist ein Muskel, der ist gar nicht so einfach zu trainieren. Das wird immer so, weil die Leute denken, ja, einfach nach oben curlen. Ne? Aber wenn du die Leute mal da ranfest am Bizeps oder was die für ein Bizeps für ein Gefühl haben, sagen die manchmal, ich merke den gar nicht richtig, dann ziehen die viel oder arbeiten viel mit dem Unterarm. Das Problem ist gerade bei Langhantel-Curls, vor allem wenn du die so schwer machst, ne? dann verlagerst du auch viel aus dem Unterarm. Und dann hast du im Prinzip noch die Hammer-Curls, die natürlich auch, je nachdem wie die ausgeführt sind, aber generell natürlich schon stark die Unterarme involvieren. Das ist gar nicht so einfach, den Bizeps zu trainieren, wie manche denken. Und ich sehe das genauso wie du. Für Bizeps ist für mich 8 wirklich die absolute Untergrenze. Ne? Ja. Ich finde, dass man Arme sehr, sehr gut auf... Okay, er hat gute Arme, keine Frage, die sehen ja gut aus. Aber ich finde, Arme kannst du teilweise sogar mit höheren Wiederholungen besser aufbauen. Sehe ich ganz genauso. Also ich würde auch eher so im Bereich von 10 bis 15 arbeiten, weil aus Gefühl braucht es beim Arm so ein bisschen, bis da Blut reinkommt, dass man richtig kontrahiert. Und das Problem ist halt auch einfach das Verletzungsrisiko. Wenn ich ein Gewicht wähle, was ich nur 6 oder 8 Mal bewegen kann, ist das wirklich viel. Und auch ein Bizeps kann abreißen. Ne? Bizeps kann abreißen, absolut. Das passiert ja nicht gerade selten. Also Verletzungsgefahr ganz klar. Und auch bei diesen Langhantel-Curls, die klassischen, wenn du die so schwer machst, das ist sowieso auch auf Dauer für die Sehnen. Ist die Übung nicht so toll. Ne? Gibt's viel, ich habe das früher auch, ich mache gar keine Langhantel-Curls mehr mit der geraden Stange, weil mir da einfach die Sehnen schmerzen. Ne? Und wenn du die noch, wie gesagt, so schwer machst, also das mache ich jetzt schlau anhören von mir, aber wie gesagt, er ist ein junger Kerl noch, da bist du noch unzerstörbar so ungefähr, ne? Aber man kann ja trotzdem manches, muss man ja nicht unbedingt provozieren. Nein, also ich würde auch eine Langhantel immer eine SZ-Stange vorziehen. Ja, absolut. Es ist viel schon in der für die Sehnen am Unterarm. Das heißt jetzt, da bekommen die Leute manchmal irgendwie einen Golfer oder einen Tennisarm davon, wenn die, also genau, sprichwörtlich gesagt, das kann man dadurch auf jeden Fall vermeiden, wenn man eine SZ-Stange nicht benutzt. Sehe ich ganz, ganz genau so. So, dann haben wir noch den Samstag. Gestrecktes Kreuzheben, Beinbeuger liegend, Beinbeuger frei. Weiß ich jetzt nicht, was er damit meint. Das ist aber alles hintere Beine. Dann haben wir nochmal Ausfallschritte und Seitheben mit der 5-Kilo-Scheibe. 25 Wiederholungen. Ja, also wir haben hier eher so einen, ich würde sagen, wirklich sehr stark einen rückseitigen, lastigen Tag, also Hamstrings, Beinbeuger. Weniger für den Quadrizeps. Das ist am anderen Tag ein bisschen anders. Da ist es eher... der Quadrizeps-Tag, also er splittet die Beine quasi auf. Mhm. Finde ich okay, weil ich glaube, er hat gemerkt, dass die Beine schon relativ stark sind gegenüber Rücken. Das kann man auf jeden Fall machen, gerade wenn man solche Beine hat. Ja. Finde ich gut, dass man einfach sagt, ich mach Beine in diesem Push-Pull-Bein-Trainingsprinzip, so dass ich einfach sage, einen Tag Quadrizeps, einen Tag Beinbeuger mehr. Ja. Kann man auf jeden Fall machen, das ist gut. Ja. Aber was halt da zum Beispiel auffällt, da arbeitet er eigentlich mehr im, ja, in Anführungszeichen höheren Wiederholungsbereich, ne? Und am Quadrizeps-Tag nur im. Also wie gesagt, Beine ist für mich auch so ein Muskel,
Das kann ich wirklich aus Erfahrung sagen. Sollten die Leute einfach mal ein bisschen, natürlich, ob die Probleme haben mit Beinwachstum etc., aber Bein ist auch ein Muskel, der schon auch auf Wiederholungen sehr gut reagiert. Ne? Also da müssen die Leute ein bisschen rumprobieren. Entweder man macht es einfach so, dass man sagt, pass auf, ich mache eine Übung speziell, wo ich einfach im höheren Wiederholungsbereich arbeite, oder ich mache es bei der Übung an sich. Dass man sagt, ich mache einen schwereren Satz und einen, das kann man ja gestalten, wie man will. Aber ich finde, gerade bei Beine finde ich es schon auch wichtig, dass man mit unterschiedlichen Wiederholungsbereichen arbeitet. Ja, das ist halt generell in den ganzen Plan, es ist immer nur so ein sehr fester Wiederholungsbereich oder besser gesagt, es ist gar kein Bereich angegeben, sondern eine fixe Zahl. Ich würde persönlich auch beim Beinbeuger mindestens eine Übung machen, wo man so, ich sag mal, 8-12 arbeitet. Ja, auf jeden Fall. Beinbeuger ist wirklich ein Muskel, ich meine, es ist wirklich viel Muskel auch. Da kann man auch ein bisschen Gewicht bewegen, da muss man nicht nur im hohen Wiederholungsbereich arbeiten, aber so gestrecktes Kreuzheben mit 12 Wiederholungen, das kann man auch mal mit 8-10 machen. Liegenden Beinbeuger finde ich wieder super mit 15 Wiederholungen. Ja. Also das finde ich alles super. Ich würde so ein bisschen mixen. Ich würde vielleicht alle drei Übungen, ich sag mal, zwischen 8 und 15 machen. Ja, genau, genau. Ja, wie gesagt, die Ausfallschritte. Ich würde ein bisschen variieren. Wenn ich einen Tag Ausfallschritte mache, würde ich am anderen Tag vielleicht Split Squats machen oder einen Beinstrecker. Ja, Beinstrecker würde ich da auf jeden Fall mit einbauen. Ich finde trotzdem immer, der Beinstrecker ist auch eine Übung. Also ich sehe den Beinstrecker nicht als Masseübung oder so, aber ich finde den Beinstrecker einfach gerade natürlich für Wettkampfathleten. Ich finde schon, dass das einfach für die Muskelqualität auch was bringt. Ne? Ja. Den kannst du halt super als Finisher machen, da gibt es nochmal einen richtig geilen Pump. Den kannst du dann auch mal im höheren Wiederholungsbereich machen oder auch mal schön mit Reduktionssätzen und so weiter, weil der Beinstrecker natürlich die einzige Beinübung ist, also für den Quadrizeps, wo du ja nicht das Problem auch hast mit der Beatmung. Ne? Genau. In ganz anderen Übungen hast du irgendwann immer das Sauerstoffproblem, das hast du beim Beinstrecker nicht. Du kannst dich wirklich voll auf den Quadrizeps fokussieren und ich finde, wie gesagt, gerade auch für die Beinqualität ist das eine super Übung, die würde ich in der Woche einmal auf jeden Fall machen. Ja, ich auch. Ich finde, beim Beinstrecker ist es so ein bisschen so Fluch und Segen zugleich. Du hast gerade gesagt, es ist nicht so die Masseübung. Ja. Ich meine Meinung, ich finde, der Beinstrecker ist schon eine Masseübung, wenn man ihn gelenkschonend ausführen könnte, was nicht funktioniert. Ich rate davon auch immer ab, den Beinstrecker extrem schwer zu machen. Deswegen ist es keine Masseübung. Das sehe ich ganz genauso. Ja, das ist das, was ich, das ist schön ausgedrückt, was ich Fluch und Segen, was ich einfach ein bisschen beißt. Ne? Ja. Es gibt natürlich Leute, die schrubben da den ganzen Stapel weg. Vielleicht keine Probleme, aber das muss man einfach immer wieder sagen, den Strecker so schwer zu machen. Ja. Also ich kenne nur einen Strecker und das ist von der Firma Schnell. Mhm. Den kannst du wirklich auch schwer machen, der ist so gelenkt, das gibt keine Firma, die so einen Strecker hat. Und den Strecker, den haben die allerwenigsten Studios in Deutschland. Ja. Weil der ist eben mit einem speziellen Getriebe. Da kannst du wirklich auch mal schwer machen. Also ja, war ein bisschen unklug ausgedrückt, also klar, Masse ja. Und andererseits, das muss man auch noch dazu sagen, es heißt ja nicht, das sage ich auch immer, dass du nicht jetzt mit 20 Wiederholungen keine Masse aufbauen kannst. Ne? Nee, also deswegen, das meinte ich auch, ich wollte dich da auch überhaupt nicht korrigieren, sondern das ist halt so, ich sag mal, ich würde den Beinstrecker nie als Masseübung empfehlen, sondern wie du schon gesagt hast, ich finde, der Beinstrecker ist so ein nettes, kleines Werkzeug am Ende vom Training, um das Bein richtig zum Brennen zu bringen, um Qualität zu bearbeiten, um Dropsätze zu machen, weil man halt wirklich hier mit viel Spiel und gar nicht viel Gewicht braucht. Richtig, du kannst da unwahrscheinlich Intensität reinbringen. Das ist, du wirst wahrscheinlich bei keiner Übung, gerade wenn es natürlich auch zum Schluss noch macht, so ein Muskelbrennen reinbekommen wie beim Beinstrecker. Ne? Das heißt natürlich nicht, wenn das am meisten brennt, dass du deswegen am besten Muskelwachstum machst, aber trotzdem, es ist ja ein geiles Gefühl, wenn du den zum Schluss machst und und da finde ich gut, also das mache ich auch so, da einfach auch mit Intensitätstechnik arbeiten. Ne? Wie du gesagt hast, mal Dropsätze oder da kannst du ja alles Mögliche machen. Du kannst da mal einen 100er Satz zum Schluss machen, dann brennst du die Schenkel weg. Aber ich finde den Strecker, das sage ich immer wieder, ich finde den Strecker sehr, sehr gut, aber es ist
da gebe ich dir 100% recht, für mich keine Übung zum Schwermachen oder auch keine Übung, das hat man früher aber gemacht, da haben die Leute immer gesagt, zum Aufwärmen oder vorher ermüden, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, Strecke als erste Übung. Ja, zum Vorermüden immer. Habe ich nie verstanden. Ja. Warm-up verstehe ich noch für Leute, die so ein bisschen reinkommen müssen. Ja. Beinstrecker, Beinbeuger als Warm-up. Leicht. Aber wie gesagt, ich würde auch nie einen Beinstrecker als erste Übung, als erste Arbeitsübung aufschreiben. Nein. Und damit hier irgendwas bearbeiten. Wie gesagt, die Belastung. Also der Quadrizeps ist fürs Knie in der Position einfach zu stark und die Belastung zu hoch. Ich glaube, das richtig. Ja, super. Dann haben wir den Trainingstag oder die Trainingstage auch durch. Wie gesagt, ich würde einfach einmal das Volumen überdenken, ein bisschen anders aufteilen. Vielleicht, um es mal dem Lorenz an die Hand zu geben, Volumen pro Trainingstag ein bisschen runter. Nach 2 oder 3 Tagen Training, das hattest du eben auch schon gesagt, nach 2 oder 3 Trainingstagen einen Tag Pause einbauen. Ja. Und wie gesagt, viele versuchen natürlich immer Push-Pull-Beine auf eine Woche zu splitten in irgendeiner Form. Aber ob ihr jetzt den Push-Pull-Beine-Plan, also die 6 Trainingstage in Anführungsstrichen, auf 6 Tage verteilt oder vielleicht auch auf 8 oder 9 Tage, macht keinen riesen Unterschied. Genau. Ich persönlich mache es so, ich verteile diese 6 Trainingstage auf 10 Tage. Das heißt, ich habe pro 6 Trainingseinheiten 4 Tage Pause, um halt genug Regeneration zu bekommen. Man kann da wirklich extrem viel rumspielen, wie gesagt, aber grundsätzlich das Trainingsvolumen pro Einheit muss runter, ne? Auf jeden Fall. Das ist das, was am allerwichtigsten ist und was sofort auffällt. Und dann, also ich glaube, da übertreibt man nicht, dann kann er nur profitieren davon, ne? Ja. Mit weniger Sätzen mehr Pausetagen, mehr Muskeln aufbauen. 100%ig. Denke ich auch. Mehr Regeneration, auch mehr Kalorien quasi, die stehen, oder weniger verbrennt. Und ich bin fest davon überzeugt, bei weniger Sätzen, weniger Volumen steigt die Intensität im Training. Das ist das Nächste. Das ist ja gerade jetzt bei so jungen Athleten, die ja am Anfang stehen, ne? Ja. Da ist ja das kann man vielleicht dann nochmal abschließend sagen, das sollte ja immer die Progression oberstes Ziel sein. Ne? Ja. Das kann ich natürlich nicht mehr sagen, da brauche ich so nicht arbeiten, aber mit 19 Jahren oder wie ich 19 war, da wirst du ja, wenn du das gut machst, da wirst du die nächsten Jahre immer noch stärker. Ne? Und das ist natürlich im Prinzip ja das Einfachste, um da den Reiz zu setzen. Ne? Da profitierst du auch davon. Also, aber das funktioniert auch nur, wenn du natürlich dem Körper die Regeneration gibst, das Volumen darunter fährst, weil was man ja jetzt da auch nicht sieht, so wie wann ist da überhaupt ein Pausetag? Ja, also ich denke mal nur der Sonntag, ne? Ja, der Sonntag. Und das ist dann der Tag, das, was wir ja vorhin gesagt haben, der im Prinzip mit wenig Kalorien extrem im Vergleich zu den anderen extrem fast, ich will jetzt nicht sagen unterkalorisch ist, aber deutlich und bei diesen Volumen, ne? Also da, wie gesagt, da musst du am Pausetag deutlich mehr Kohlenhydrate essen und aber generell, ich finde es gut, wie du das machst, vielleicht auch ein bisschen nach Gefühl machen, manchmal machst du das in 10 Tagen, manchmal vielleicht in 9 Tagen, da muss man einfach mal ein bisschen flexibel sein. Aber das ist ja das Schöne bei den Push-Pull-Beinen, dass du sagst, kannst da ein bisschen spielen damit und entsprechend halt die Pausetage mit einbauen, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, ich glaube, das ist in vielen Köpfen, auch in meinem, früher halt immer so gewesen, dass man ein 4er-Split, ein 5er-Split, ein 6er-Split immer in einer Woche absolviert. Ja, genau. Und wo steht das geschrieben, dass man den 4er-Split in einer Woche macht oder den 5er-Split? Man kann das auch wirklich auf 10 Tage teilen oder auf 14 Tage. Klar, die Frequenz ändert sich, aber der Körper ist ja nicht auf 7 Tage geeicht. Also von daher kann man da Abstand nehmen und auch nicht auf Wochentage geeicht. Von daher würde ich da wirklich auf die Regeneration hören, auf den Körper hören und merken, wachse ich jetzt gerade, werde ich im Training besser? Das ist immer so, dass ich jedem auf den Weg gebe. Wenn ich von Woche zu Woche nicht besser werde im Training, dann hapert es irgendwo und meistens an der Regeneration. Weil gerade, wie du schon sagst, mit 19, ich kann es mir gut vorstellen, wie du mit 19 ins Studio gelaufen bist. Da hast du das Studio zerlegt. Ja, aber da hast du dich noch mit Trainingspartner gegenseitig da natürlich aufgelegt, was gegangen ist. Das war schon eine geile Zeit. Und da ist man natürlich, weil es ja funktioniert, ne? Du bist ja da stärker.
Also gerade, wie gesagt, in dem Alter wirst du stärker, wobei ich mir echt auch sicher bin, wenn du das, ich weiß nicht, wie lange er das schon macht, aber wenn du das eine Zeit lang machst, dann kommst du sehr, sehr schnell an dein Limit. Ne? Ja. Weil das hast du völlig richtig gesagt, ist definitiv die Regeneration der limitierende Faktor in dem Ganzen. Ja, sehe ich ganz genauso. Jetzt mache ich uns mal wieder groß. Sehe ich ganz genauso. Regeneration der Faktor. Ja, ich würde sagen, wir haben das alles wirklich wieder sehr, sehr ausführlich durchgesprochen. Ich hoffe, Laurenz, wir konnten dir ein bisschen weiterhelfen und auch euch da draußen. Es wird sicherlich einige geben. Mittlerweile ist es wirklich so eine kleine Modeerscheinung momentan mit den Push-Pull-Beine. Wirklich, ich sehe immer mehr Athleten, die es machen. Ich sehe es ja auch hier in den E-Mails von euch, die hier kommen. Wir können leider nicht jeden Plan bearbeiten, aber wir suchen uns auf jeden Fall demnächst schon wieder den nächsten raus. Das kann ich schon mal sagen. Und ja, um euch auch so ein bisschen über jetzt den Plan von Laurenz helfen zu können, wie wir ein Push-Pull-Bein jetzt, in diesem Fall haben wir es sehr ausführlich besprochen, strukturieren würden, was das Volumen angeht, was die Frequenz angeht. Und ja, mit der Ernährung ist jetzt heute ein bisschen spezieller gewesen wegen der Diabetes. Aber ich denke, das ist sehr stark oder kann man auf jeden Fall noch sehr gut ausbauen, um dann noch mehr Potenzial rauszuholen. Genau. Ja, dann würde ich sagen, Manuel, ich wünsche dir einen schönen Abend. Danke für deine Zeit. Gerne. Danke euch da draußen fürs Zusehen. Danke für euren Support. Und bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.